Hey, Olli! Rebecca! Schön, dass du da bist. Danke. Komm, wir tauschen mal. Gerne. Was sind denn die ganzen Leute? Ist doch egal, Bekannte von mir. Hey. Und? Kam Christian auch? Ja, ich habe ihm zumindest eine SMS geschickt. Wahrscheinlich muss er zu Hause noch duschen, dass er nicht so nach Pferd riecht. Sag mal, ist das nicht dein Bruder? Ja, mit seiner Verlobten. Marlene hat bestimmt einfach nur Angst. Wenn ihr noch Ingo! Rebecca! Hey! Schön, dass du da bist. Nimm dir, was du willst. Christian! Hey! Du, ich habe gerade deine SMS gelesen. Sollte ich dich nicht direkt im No-Limits-Aufgabe? Oh, ja, ich dachte, wir treffen uns gleich hier. Egal wie, komm bitte vorbei, ich brauche dich hier. Warum? Was passiert? Ich kenne hier niemanden außer Rebecca. Die ist gerade total komisch drauf. Was heißt? Naja, sie hat scheinbar beschlossen, ihren Liebeskummer wegzufeiern. Oder besser gesagt, zu trinken. Oh, das geht ja selten gut. Ja, deswegen ist es wichtig, dass wir beide hier sind. Ein Auge auf sie werfen, also beeil dich bitte, ja? Soll ich denn irgendwas mitbringen? Ich meine, das ist irgendwie ein offiziellen Anlass für Rebeccas tolle Party? Offiziell die neue Kollektion. Ah, toll. Ja dann, bis gleich bei Rebecca. Ciao. Rebecca feiert eine Party? Ja. Ja. Ey, warum fährst du nicht eingeladen? Ihr seid doch so gute Freundin. Wahrscheinlich hat sie es einfach vergessen. Na, dann kommen wir eben als Überraschungsgäste. Nein, also ich hab irgendwie heute nicht so Lust auf Party. Und außerdem dachte ich, wir könnten ein bisschen an unserer Traumhochzeit rumplanen. Das können wir dann auch verschieben. Nein, ich habe mich schon so gefreut, dass ich dich heute den ganzen Abend nur für mich habe. Verstehe. Ich muss gerade noch was mit Josie besprechen und dann hast du mich ganz für dich. Habe ich da gerade Hochzeit gehört? Ich dachte, du hättest einen Antrag abgelehnt. Ja, aber am Tag danach habe ich ihn angenommen. Ich behalte meine Bedenken jetzt einfach mal für mich, dass man eigentlich nur heiratet, wenn man sich seiner Gefühle sicher ist. Ich bin mir meiner Gefühle sicher, deshalb heirate ich Tristan, ja. Was mit Rebecca? Rebecca ist eine Freundin. Mehr nicht. Hey. Hey. Die Arme. Weiß noch genau, wie blöd das damals war, als du nichts von mir wissen wolltest. Du krampfhaft versucht hast, dich nicht in Mann zu verlieben. Weil ich Schiss hatte. Das weiß ich noch genau. Das heißt dann wohl, dass ich ein Rebecca-Versteher bin. Und ich ein Marlene verstehe? Mhm. Können wir denn trotzdem Freunde bleiben? Das ist aber gar nicht frei, was soll das da werden? Glaubst du wirklich, das ist eine gute Idee? Ich glaube, du brauchst mal ein bisschen Frischluft. Los! Hast du sie noch alle? Verschwinden. Danke, aber ich brauche wirklich keinen Babysitter. Erzähl mir doch nichts.
die Herrschaften vielmals zu entschuldigen, dass die Kerzen noch nicht entzündet waren. Dafür gibt es keine Entschuldigung, Justus. Kerzen will ich übrigens auch haben, und zwar die gesamte Kirche voll. Sollst du haben. Es wird auf jeden Fall eine wundervolle Feier, selbst wenn wir im Kuhstall heiraten. Und weißt du warum? Weil ich dem wundervollsten Mann auf der ganzen Welt das Ja-Wort gegeben habe. Kuhstall hört sich sehr gut an. Solange ich keine Kuhglocke um den Hals tragen muss. Aber mal im Ernst, wir haben uns noch nicht entschieden, ob wir im No Limits oder auf Königsbrunn feiern wollen. Naja, wo passen denn mehr Leute rein? Immerhin soll es ja die Party des Jahrzehnts werden. Guten Morgen. Na, wie war die Party? Feuchtfröhlich? Bitte hör auf mit diesem Smalltalk. Ich wollte nur... So tun, als wäre alles gut? Als wäre nichts passiert zwischen uns? Aber ich kann das nicht. Und weißt du was? Nichts ist gut. Ich sag dir das jetzt zum letzten Mal. Bitte lass mich in Ruhe. Du hast dein Glas vergessen. Danke. Rebecca. Tschüss. Ich muss dir noch was sagen, bitte. Dann mach's kurz. Es tut mir so unendlich leid, dass ich dir Hoffnungen gemacht habe und... Ich wollte keine Sekunde lang mit deinen Gefühlen spielen. Das musst du mir glauben. Ja. Was das? Du bist so wütend auf mich. Nein. Ich bin wütend auf die Situation. Dass du ausgerechnet mit meinem Bruder zusammen bist und dass ich dir deshalb nicht aus dem Weg gehen kann und dass ich Tristan die ganze Zeit anlügen muss. Bitte geh jetzt. Justus? Justus? Na super. Rebecca, du könntest gerade mal Justus für mich spielen. Bitte? Jetzt komm schon, ist doch nicht schwer. Okay. Wohin? Hat wohl jemand noch einen dicken Kopf? Wie war denn die Party? Gut. Und warum waren wir nicht eingeladen? Das war eine reine Kollegenparty. Ich wusste gar nicht, dass Christian in die Modebranche gewechselt hat. Der war wegen Olli da. Als sein Partner. Jetzt komm, ich hab nicht ewig Zeit. Wirklich überhaupt nicht schwer. Das wird ein Hochzeitsgeschenk für Marlene. Ich weiß, dass du die Hochzeit für verfrüht hältst. Aber du kommst trotzdem nicht drum rum. Und außerdem wird Marlene dich 100 pro fragen, ob du ihr ein Kleid schneidest. Soll sie doch ihr altes nehmen. Sag mal, was soll das denn jetzt? Oh, bitte die Verspätung zu entschuldigen. Sie haben mich gerufen. Fassen Sie mal mit an. Ich verspreche auch nicht, über meine Hochzeit zu reden.
Das sind natürlich nur die Gäste, die mir spontan eingefallen sind. Und die Liste ist noch nicht vollzählig? Es fehlen auf jeden Fall noch die Freundin von Helena und von Rebecca. Und ich denke, wir sollten auf jeden Fall für so ein Mega-Event Bodo Hülfeld als Weddingplaner beauftragen. Da muss ein echter Profi ran. Tristan? Ja. Denkst du, es wäre möglich, dass wir vielleicht nochmal umdisponieren? Ja, meine Mann, die Hülfeld, das ist alles möglich. Nein, ich meine eher ohne den Weddingplaner und weißt du, ohne das hier. Können wir das Ganze nicht ein bisschen kleiner aufziehen? Nur im Kreis der Familie. Morgen was von Hochzeit im Kuhstall gesagt hast, dachte ich, das wäre ein Witz. Wir waren uns doch darüber einig, dass unsere Hochzeit das gesellschaftliche Ereignis des Jahres wird. Ja, schon. Aber dann habe ich noch mal nachgedacht. Und mit welchem Ergebnis? Na, dass ich es klein doch gemütlicher finde. Ja, gemütlicher und intimer. Intimer? Ja. Dafür ist eigentlich die Hochzeitsnacht da. Marlene, wir können über alles reden, aber sei bitte ehrlich zu mir. Tristan, ich... Okay, was ist hier los? Ihr redet nicht mehr miteinander, ihr geht euch aus dem Weg und es geht schon seit Tagen so. Und jetzt erzählt mir bitte nicht, dass es immer noch daran liegt, dass du nicht zu Rebeccas Pressekonferenz gekommen bist. Da steckt doch mehr dahinter. Es geht um die Hochzeit, habe ich recht? Ja, du hast recht. Ja. Und was ist dein Problem damit? Ich habe mich verliebt. Ja, und? In Marlene. Du hast was? Ich habe mich in Marlene verliebt.